Also er hat insgesamt einmal eine Soße, die hat 1 Million Scoville. Und die hast du bereits gegessen. Ja, alles andere wäre, glaube ich, fahrlässig. Ich müsste zwei sein. Ja, gut an. Fahrt nach München, gleich mal eine fette Umleitung. Da hat die Feuerwehr alles gesperrt. München wären wir. Das ist auch nicht mehr sonderlich weit. 9 Minuten sind es noch zu fahren. Inklusive aktueller Verkehrslage. Wobei es eh für Münchner Verhältnisse total entspannt geht. Hui, ein Roller. Einer der umstrittenen Roller. Links abbiegen auf Oettingenstraße. Ich bin jetzt in München. Das Inspiring Couple trifft sich heute mit mir. Wir wollen Currywurst essen, wohl vegetarische Currywurst. Mal schauen. Oder ein Schärfe-Contest. Irgendwas haben sie da gesagt. Jedenfalls haben wir uns verabredet hier in München. Sie sind aber eben schon vorbeigefahren und wollen hier in München jetzt um die Zeit einen Parkplatz finden, mitten in der City. Mal schauen, das kann nicht gut gehen. Okay, jetzt haben sie geschrieben, sie haben einen Parkplatz gefunden, haben jetzt allerdings dafür noch einen Fußmarsch von ca. 1 Kilometer vor sich. Schauen wir mal, wie schnell sie das machen. Die Armen. Ist auch so, besonders schwül heute, also werden sie gleich mal gut verschwitzt hier ankommen. Obwohl, die haben bessere Kondition wie ich. Grüß dich erstmal. Hi. 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 Läuft schon? Ja, ja. Das war also so nah dran, echt? Jetzt das Gesicht füllend. Ich kann das so vloggen. Ja, krass. Mach mal bei ihr bitte. Was? Kann ich mir gucken? Das ist mein leichtestes Objektiv. Es ginge also schwerer. Das Sigma-Objektiv, was ich sonst immer drauf habe. Oh, das ist an dir dran. Ja, das ist das Mikro. Da liegt das, Objektiv alleine 1,2 Kilo. 1,2 Kilo? Ja, okay, da ist auch Glas und Aluminium wahrscheinlich, ne? Verbaut. Mhm. Schon sehr erstaunlich. Ich traue mich gar nicht, das in einer Hand so mitzugeben. Wenn es fällt, mein Gott. Ja. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, davon in das Wurstel links dahin? Oder mal anders gefragt, was macht ihr überhaupt hier? Ich bin in Bayern jetzt gerade tätig, beziehungsweise in München, von der Arbeit aus. Ah. Da bin ich jetzt bis Mittwoch, beziehungsweise hat sich heute verlängert, bis Donnerstag hier. Mhm. Genau, und ich habe Prüfungsphase praktisch, ich habe keine Anwesenheitspflicht in der Uni. Also du machst nichts. Muss man so sagen, ich müsste jetzt noch für Info lernen, habe heute den ganzen Tag halt auch schon durchgepowert, aber ja, gegen Abend macht man halt nicht mehr viel, ne? Und nein. Ja. Dann eben das und dann dachte ich mal, komm, machen wir ein bisschen was, erstmal ein bisschen scharf, wenn es geht. Und vegan, bietet sich ja jetzt an. Und da gucken wir mal da vorne, gute Nachtwurst habe ich rausgesucht, da müsste was sein. Mal sehen, ich war noch nie hier. Also der Besitzer behauptet im Internet, die Leute finden es gut. Genau, 4.3 habe ich auch gesehen, ist die Bewertung von 5. Dann schauen wir da mal rein, vielleicht gibt es später noch den ein oder anderen Schnappschuss von. So, habe ich alles abgezogen? Glaube schon. Das ist übrigens Kälbchen. Kälbchen, das ist Inspiring. Hallo Kälbchen. Jetzt eigentlich wird noch besser Samen, noch besser Mayo. Also Milch, Macarone und Brot auch nicht. Wir sind schlecht vorbereitet. Scheiße. Das ist so geil. Mammut, es ist nur die Seele, die du da verkaufst. Und unsere Identität hier anbei, ne? Also das. Ich glaube, ich sollte es für dich machen. Ja, wäre ganz schön. Okay. Das Haarausweis nochmal auf. Ihr könnt ja ein Zeugnüm angeben und so. Warte, ich wollte noch den Ausweis filmen. Brauchst du den noch? Ja, gib mal her. Ein Mix noch. Ne, Maus, bleib mal hier. Sag mal eben, was wir für einen Mix gehabt haben. Magma-Mix, ne? Von Hits war das, glaube ich. Da war eine. Genau, da war eine Jalapeno drin, eine Habanero und ganz viel anderen Kram. Der war so krass, der hat uns richtig auseinandergenommen. So als kleine Vorbereitung auf das, was hier kommt. Denn das hier sind Millionen von Scoville. Oder hier jetzt im schlimmsten Fall 1 Million, ne? In der 4. Stufe. Glaub, ja. Es gibt 6 Stufen, liebe Leute, und wir messen uns jetzt. Es war nie ernster als heute.
Hier hast du nochmal. Prost, du nicht Prost. Ja. Und auch guten Hunger. Sieht auch saftig aus, der Salat, ne? So, schauen wir mal. Bei mir wird es wahrscheinlich ein Apfelschorle sein. Wer der Bessere ist und wer schärfer essen kann, wird das hier und jetzt heute festgestellt. Und ich würde mal sagen, wir fangen jetzt erstmal an mit dem ersten Gang. Du kannst sie essen, wie du möchtest. Das ist schlimm. Boah, das ist knallhart, ne? Ich finde das schon krass. Ja, keine Milch, kein Brot, dafür Mayo. Ist auch fettig, das dürfte eigentlich auch was machen, oder? Hier für den Notfall. Bei 9 Stücke, du 4, ich 5, ja? Das erste war schon stark. Verdammt stark. Ziemlich viel Pelle. Ist weniger scharf, oder? Kann auch sein, dass ich dadurch betäubt bin. Geht schon sehr stark dran. Also ist das das Dunkle da? Ja, es wäre, glaube ich, sehr unlogisch, das da jetzt zu essen. Da ist nämlich was und da ist was. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, aber das ist richtig dunkel. Aber generell ist es vermengt. Ja. Sag ja. Okay. Also jetzt wird es wirklich ernst, das ist der vierte Gang, hier gehen die Leute auf, hier ist wirklich kein Spaß mehr. Nach dem vierten Gang gibt es nur noch eine Soße mit 5 und mit 6 Millionen Scoville. Das andere ist nicht frei verkäuflich. Nein, doch. Oh. Guten Appetit. Gerade trennt das Auge auch schon. Also jetzt wird es eigentlich schon Zeit, dass man nicht machen sollte. Ja, du steckst dann noch ganz gut weg. Da war die Habanero, die war schlimmer. Ja. Ich hoffe, dass es vernünftig ist. Ja, alles andere wäre, glaube ich, fahrlässig. Ja. Aber wenn du einmal die Chance hast, wenn du meinst, du packst sie nicht, dann lass es. Die war gut, aber die ist toll. Okay.